Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Storyline. Wir hängen hier mit unserem Tuso vor unserem Hafengebäude rum. Ich habe mal da drüben die aller... es fällt ja grandios an. Die alleräußerste Tür aufgemacht. Ich muss hier aus K raus, sonst wird das wohl nix. Habe ich den? Irgendwie? Ja, ich habe den. Haha. Jetzt nicht mehr. Man darf nie an die Wasseroberfläche. Die äußerste Tür aufgemacht. Ich möchte mir gerne suchen entweder einen guten Plesio oder einen guten Mosa. Ich glaube, dass wir vielleicht eher einen guten Plesio als einen guten Mosa finden. Könnte ich mir vorstellen. Und wir haben den Alpha-Megalodon getötet. Hervorragend. Ist sonst noch jemand? Nein? Gut, schön, dass mir hier die Anmoderation so vermasselt wird. Ja, dazu nehme ich den Tuso Teutis. Wir werden das mit dem so machen, wie wir es auch schon mit dem Dunkle Osteus gemacht haben. Nur, dass der Dunkle Osteus natürlich deutlich kleiner war als das, was wir jetzt zähmen wollen. Wir werden den hierher schleppen. Ja? Ich kann den ja hier in meinen Tentakeln greifen. So, schnapp. Und dann habe ich den. Und dann schwimmen wir mit dem hierher. Man darf eben nur die Oberfläche nicht berühren. Und dann versuchen wir den da rein zu buxieren. Und dann betäuben wir den im Stall. Und dann kann er nämlich schon mal nicht weg. Das ist nämlich ziemlich cool. So, jetzt muss ich auch mein Sauerstoffgerät aufsetzen. Und am besten meine Taucherbrille. Ja, dann betäuben wir den nämlich mit dem Betäubungsgewehr und den Shocking Darts, was ja deutlich besser geht, weil ich da wesentlich weniger Schuss brauche, weil es ja viel effektiver ist. Und vor allem kann er da halt nicht wegschwimmen. Häufig ist es so, dass die Tiere, die eigentlich in die Tiefsee gehören, an der Oberfläche wenig bis gar keinen Schaden machen, weil die sich, keine Ahnung, da einfach unwohl fühlen. Ich weiß nicht, was der Grund ist, aber häufig werden die sehr, sehr passiv, wenn man die an die Oberfläche bringt. Hier haben wir unseren ersten Mosa, aber der ist leider nur Level 16. Ich zeige euch mal kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Schnapp, ja, so stelle ich mir es vor. Und dann bringen wir den schön an die Oberfläche. La, 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 la. Nun, ihr seht, der macht jetzt schon nichts mehr. Es ist ihm eigentlich schon zu hoch. Den wollen wir jetzt nicht, aber es ist ja nur so als Beispiel, ja, so geht das. Und dann würde ich den halt versuchen, dann da in die Base zu kriegen. Das ist natürlich etwas tricky, denn, wie gesagt, der ist relativ groß. Und ihr seht ja, wie der immer hin und her wurschtelt. Mal ist er oben, mal ist er unten, dann ist er wieder links, dann ist er wieder rechts. Und dann nicht irgendwo an den Pfeiler zu kommen, ist natürlich ziemlich schwierig. Oh, ein Alpha-Tuso! Das ist das dritte Mal, dass ich hier in dieser Spielsession überhaupt einen, also nicht jetzt in dieser Aufnahmesession, aber überhaupt hier im Spiel einen sehe. In dieser Staffel. Der erste, den wir gesehen haben, haben wir gleich, als wir, ich glaube, das war der erste Ausflug, den wir damals gemacht haben mit, ich muss mal irgendwie ein bisschen mehr Abstand gewinnen, ja, und ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Nee, doch, geht. Ich glaube, mit dem Ich, die den ersten Ausflug gemacht haben, da kam dann direkt einer. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass einer von den Plesios ein sehr guter ist, weil einen hatte ich mir angeguckt, da weiß ich, dass er nicht gut war. Und der andere? 16. Ja, der andere? Nee, das war ein Anglerfisch. 20, okay. Das hier ist der Jackpot für schwarze Perlen. Ja, beim zweiten Mal hatte ich einen gesehen. Ich weiß nicht, da hatte ich, glaube ich, gerade den Basilo gezähmt. Der steckte aber so blöd im Boden fest, man konnte den nicht angreifen. Es ging einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Es war sehr ärgerlich. Ich versuche deswegen immer mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil sowas wie... Nee, 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 Freundchen. Die Haie und so, die verbacken sich dann hier immer im Tuso-Körper und... auch wenn das... Ein Liopleurodon. Auch wenn das vielleicht so aussieht, als ob ich dann Schaden mache. Ich mache aber eigentlich gar keinen Schaden. Bäm. Und weiter geht's. Der ist schon recht blutig. Ich habe jetzt nicht gesehen, welches Level der hatte. Jetzt will er weg, wa? Machst du gleich deine Wolke. Ja, das habe ich mir gedacht. Du bleibst hier. Ist er weg? Nee, ich mache ja noch Schaden. Auf irgendwas mache ich noch Schaden. Okay, jetzt ist er weg. Sehe ich gerade nichts. Ich muss noch ein bisschen Abstand gewinnen. Mach meine Augen wieder frei, bitte. Komm schon. So, wo ist er jetzt hin? Getürmt. Komm schon.
Wo bist du? Der kann doch nicht tot sein. Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe den aber auch, als ich hierher gekommen bin, nicht gesehen. So, ich hoffe, wir schaffen es jetzt mal. Und der haut nicht gleich wieder ab. Aber ja, macht er halt erstmal, ne? Er kommt, kann halt nichts machen. Ist so gut wie tot. Da kommt was Größeres. Ein Plesio oder sowas. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil... Wer weiß, vielleicht ist das ein guter und dann will ich den ja ehrlich gesagt gerne mitnehmen. Ach man, hier wird einmal aber auch nichts gegönnt hier. Das ist auch wieder ein Wetter. Ich meine, der muss nur mal 20 Meter weiter. Ich sehe den nicht mehr. Ja, wieder die Wolke. Das ist echt doof. Da ist er zum Glück noch. Habe ich dich! Jawohl! So, jetzt müssen wir noch gucken, was sind die hier für welche? 28 und 64. Ja, 64 ist gar nicht mal so schlecht. Mach mal den Nebel weg. Hier irgendwo muss die Tasche sein. Oh, der nächste! Ja, ich sehe das kleine Beutelchen schon. Lass mich doch mal meinen Loot einsammeln. Bitte. Weg. Das meine ich halt, ne? Man kann nichts machen, wenn die zu nah rankommen. So haben wir es jetzt, ja? Darf ich mal kurz absteigen? Das, der Beutel vom Tuso? Ja. Alles meins. Oh, juhu! 75 schwarze Perlen. So, warte, ich muss erst mal kurz gucken. 24 von den Tentakeln, das Auge, geil. Yeah, nochmal eine bessere Angelroute. Ich habe zwar schon gehört, soll wohl eventuell nur mit überragenden Angelrouten Rex-Sättel droppen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Oh, ist das schön, ich bin happy. Ich packe das hier aber trotzdem in den rein. Und wir werfen mal ein bisschen was. Ist hier auch Prime? Ja, ach Gott, so viel Prime-Zeug. So, wir werfen erstmal was weg und dann suchen wir weiter. Eventuell wird das hier doch keine Zähmfolge, sondern eine, wir besiegen so ziemlich jede Alpha-Kreatur im Wasser, die es gibt. Denn hier irgendwo, und auch der hat sich schon wieder irgendwie unsichtbar gemacht, ist ein Alpha-Mosasaurier. Oh, da ist nochmal ein Tuso. Bist du vielleicht ein guter? Nö, bist du... noch ein Alpha-Tuso? Das gibt's doch wohl nicht. Nee, ich schwöre, ich habe gerade einen Alpha-Moser gesehen. Der hatte Level 4. Und ich hätte den jetzt gerne wieder. Denn auch von dem brauchen wir ja mal irgendwas. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Schon wieder so ein Tier. Nicht, dass es mich jetzt so großartig stören würde, aber... Also, wow. ich hatte jetzt nicht mehr drauf geachtet. Was war das Level? War jetzt nicht so megalomäßig hoch, aber... Krass. Ja, aber hier ist ja wie gesagt auch irgendwo ein Alpha-Mosa. Den wollte ich jetzt eigentlich besiegen. Denn schon wieder ein Liopleurodon. Auch die gibt es wie Sand am Meer, habe ich den Eindruck. Was wird denn das hier, wenn das fertig ist? Wir schwimmen mal ein Stück. So. Und dann können wir nochmal neu ansetzen hier, unser Süppchen. Da kommt der Liopleurodon dazu. Wir haben den Megalodon besiegt. So, wenn der Liopleurodon Schaden kriegt, sollte er abhauen. Aber es kümmert ihn nicht. Ach ja, ne, das ist natürlich cool. Ja, Tuzos besiegt er am besten mit Tuzos oder mit Basilos. Ah, da gibt es den Wirbel, der Liopleurodon haut ab. Das ist ihm hier nichts. Aber der sieht ja auch aus, als ob er gleich abhaut. Ja, da macht er sein Wölkchen. So, ich bleibe jetzt einfach mal kurz hier. Wir beobachten, wo der hin sich verpieselt. Vielleicht kommt er ja auch einfach gleich wieder. So, jetzt ist die Wolke nämlich weg. Hinterher! So, ich glaube, ist der hier... Ja, der ist nämlich an der Außengrenze, deswegen kann er nicht weiter. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Noch ein Wölkchen.
Ich kann leider durch diese Grenze auch nicht durchgucken. Sehe ich nämlich schon wieder nicht mehr, wo er in ist. Dach, da ist er noch. Jetzt sind wir mittendrin. Und wir haben ihn besiegt. Juhu. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis wir wieder gucken können. Und dann holen wir uns The Tash. Das wird besser. Okay. Und dann kann ich mich vermutlich nicht mehr bewegen. Das ist die Tasche, oder? Ist hier jetzt irgendwie der Alpha-Moser oder so? Das gibt's einfach nicht. Zwei von der Sorte. Und noch eine gelbe Angelrute. Und ich kann mich tatsächlich nicht mehr bewegen. Oder, naja, so ganz minimalistisch, oder? Nee. Ich muss irgendwas... Verdammt. Ich schmeiß mal das hier vor allem erstmal weg. Reicht das vielleicht, um mich zumindest an meinen Tuso zu bewegen? Nö. Oh, Mann. Ich kann auf nichts verzichten. Aber es ist nicht viel, was wir loswerden müssen. Hier, guck mal. Kann ich mich jetzt ein bisschen bewegen? Nee. Es ist ätzend. Ich will das alles nicht loswerden. So, jetzt packen wir wieder alles hier rein. Da, Gewicht geht auch nicht, wa? Ich kann es nicht rüber transferieren. Wahrscheinlich, weil der voll ist. Na gut, ich muss hier ein bisschen aufräumen und dann geht's weiter. Da habe ich ihn ja wieder gefunden. Aber ich glaube, wir müssen erstmal diese Quallenplage Herr werden. So. Schon geschafft. So, und jetzt versuchen wir uns den mal zu greifen. Ich weiß nicht, ob man Alphas auch greifen kann. Also Alpha Mosas. Jo, kann man. Cool. Das heißt, so macht er nämlich deutlich weniger Schaden auf mich. Und, ich kann ihn ja erstmal versuchen, ein Stück an die Oberfläche zu bringen. Dann sind wir den anderen Kram los. Und dabei, ja, also wenn ihr jetzt, ne, ihr habt mit Rechtsklick den geschnappt. Und mit links kann ich ihn jetzt bearbeiten. Und wenn ich ihn bearbeite, dann regeneriere ich kontinuierlich mein Leben. Die ganze Zeit regeneriere ich jetzt Leben. Mindestens so gut, wie wenn ich das Tier hier force-feede. Aber ja, ohne dass ich ihn eben händisch force-feeden muss. Ja, ihr könnt ja mal auf das kleine Plus gucken. Also als ich angefangen habe, da war von dem Querbalken vom Gesundheitsplus ungefähr... So, der unterste ganz, so ein ganz leichter Strich zu sehen. Jetzt haben wir diesen mittleren Querbalken schon einmal fast voll. Das ist natürlich echt cool. Wir haben ihn jetzt in flachere Gewässer transportiert. Das heißt, ich hoffe, die Angler lassen mich hier oben in Ruhe. Und wir vergnügen uns mit dem Alpha-Moser. Ja, das ist cool. Also, wir müssen die hier ja sowieso alle nochmal irgendwann besiegen. Wir brauchen vom Alpha-Moser diesen Zahn, vom Alpha-Megalodon diese Rückenflosse oder das ist die Finne, weiß ich jetzt gar nicht, irgendeine Flosse jedenfalls, und vom Alpha-Tusoteutis dieses Auge. Davon haben wir jetzt ja auch zwei, von den Megalodon-Flossen habe ich auch schon 3, 4 oder so oder mehr. Ich glaube, von den Moser-Zähnen habe ich mindestens einen. Das wäre also mindestens der zweite, eventuell sogar noch mehr. Da seht ihr, jetzt ist das Plus schon fast wieder voll. Obwohl ich gegen einen Moser kämpfe, habe ich gerade die Hälfte meines Lebens regeneriert, anstatt verloren. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Und ihr seht ja, ich bin jetzt aus der Tiefsee raus. Der macht nichts mehr. Wenn ich den jetzt loslasse, dann wird er ganz, ganz langsam wieder nach unten segeln, bis er auf eine Höhe kommt, die ihm passt. Aber solange das nicht der Fall ist, tut er mir nichts. Und das ist eben eine sehr gute Methode, eben wenn ihr auch diese Tiere zähmen wollt. Selbst wenn ihr keinen Käfig habt, den ihr die bringt, weil ihr vielleicht auch das einfach nicht schafft, die durch die Tür zu manövrieren, was echt schwer ist. Ich weiß auch nicht, ob ich es geschafft hätte, aber dann könnt ihr die einfach an einem flachen Ufer anlegen und blockiert den mit dem Tuso, steigt ab und schießt vom Tuso da drauf. Total simpel. So, wie sieht's aus? Bist du schon irgendwie blutig oder so? Wir machen jetzt natürlich lange nicht so viel Schaden, wie ich normalerweise mache. Also normalerweise macht der pro Schlag fast 250, also 248 oder so. Jetzt machen wir ja weniger als die Hälfte. Deswegen dauert es natürlich entsprechend länger, aber dafür passiert mir halt nichts. So, mein Leben ist regeneriert. Das ist schon geil. Soll ich mal selber kurz was essen? Das kann ja ein bisschen dauern. Hey, wir haben's, glaube ich. Ja, doch. Sieht so aus. Wir essen ihn mal auf. Ich glaube, wir haben schon wieder keine Tüte eingesammelt. Nö, haben wir nicht. Warum auch? Da ist sie. Nimm mal deine Fühler da weg. Ha! Zack! Und wir sind... Oh, überladen. Warum auch nicht?
Was können wir denn jetzt mal loswerden? Wie schlimm steht's denn überhaupt um mich? Gewicht? Es steht leider sehr, sehr schlimm. Krass, ich weiß nicht. Ich will nichts loswerden. Verdammt, ja. Wir müssen irgendwie ablegen. Dann sehen wir uns bald wieder. So, wir haben hier einen 88er Plesi. Das ist leider der hintere von den beiden. Wir werden mal gucken, ob ich den hier zuerst mal ausschalten kann, ohne dass sich der andere direkt einmischt. Komm schon, da fehlt nicht mehr viel. So. Und den schnappen wir uns jetzt. Ja, jetzt hast du Angst. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, 88 ist jetzt nicht mega grandios, aber ist bis jetzt mit Abstand der beste, den ich gefunden habe. Wo willst denn du hin? Und schnapp. So, und damit schwimmen wir jetzt einigermaßen gemächlich nach Hause. Hoffe ich doch, wenn wir nicht allzu sehr behelligt werden hier. Ja, ist jetzt nicht mehr ganz so weit. Wir haben's ja, sind ja schon an der, ja, am roten Obelisken ungefähr. Das heißt, obwohl, nee, dann ist es ja noch fast die Hälfte der Map. Oh, es ist also noch ganz schön weit. Das kann dauern. In dem Tempo immerhin hängen wir den Hai so allmählich ab. Und ich habe einen besseren gefunden. Und schnapp. Meine ich doch. Ich meine doch, der hier wäre irgendwas mit 90, 96. Was bist du, 88? Ja, 96. Definitiv besser. Juhu! So kann man sich auch on the road noch verbessern. Ja, der macht auch gleich ein kleines bisschen mehr Schaden. Wir müssen ja gleich mal wieder auftauchen, damit wir den anderen loswerden. Wir können nochmal wirklich uns vergewissern. Aber ich kann ihn durch meine Tentakel nicht sehen. Das ist doof. Aber ja, ja, er sollte schon besser sein. Cool. Also 96 momentan. Da drüben schwimmt noch einer. Können wir gleich direkt nochmal gucken, was der dann so hat. Wie gesagt, alles, nee, der ist 16. Aha, da ist noch einer. Was hast du so? 44. Nee, nee. Meiner ist besser. Vielen Dank, ich nehme den. Haben die mich jetzt hier festgebackt? Nee, haben sie nicht. Sind nur ein paar Zentimeter nach oben, dann sind wir nämlich die ganzen Plesios schon mal los und den Angler auch. Ja, cool. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Ist der bewusstlos? Der ist bewusstlos! Der ist... Oder ist der tot? Ich weiß nicht. Ich habe den die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Der ist bewusstlos. Weg damit. Da ist ein Alpha-Megalo. Wir müssen kurz in... Ich habe nichts gemacht. Ich schwöre es. Ich kann gar nichts dafür. Offenbar bekommen die einfach Torpor. Da kann ich nämlich das Futter ja auch hier reinmachen. Ich bin nämlich fast an der Base. Das hier drüben, was man hier so sieht, dieses... Ja, da wo das Land so sehr nah ins Wasser geht, da ist die Herbivoreninsel. Also die Pflanzenfresserinsel. Die nette, die ungefährliche Insel. Das ist ja der Wahnsinn. Der ist einfach bewusstlos. Man kann den ja unproblematisch hier im Wasser liegen lassen. Die ganzen Wassertiere greifen sich ja nicht gegenseitig an. Einfach so. Ich dachte, oh, scheiße, da vorne kommt ein Alpha-Megalo. Das ist ungünstig, weil ich bin jetzt fast zu Hause. Ich müsste den irgendwie vorher loswerden. Und in der Sekunde schläft das Tier einfach ein. Bewegst du dich bitte heute nochmal? Das ist auch wieder so, ne? Warum bewegt er sich nicht? Ich schwimme. Ich kämpfe nicht. Ich klicke nicht. Ich schwimme. Dann erwarte ich doch eigentlich, dass der hier auch mal was macht. Aber macht er nicht. Nö. Bewegt sich einfach gar nicht. Ach so, ich bin überladen. Deswegen bewege ich mich nicht. Vieh. Alles raus, was mit Vieh anfängt. Ich hoffe, da ist nichts Wichtiges dabei gewesen. Okay. Schon deutlich besser. So. Ja, es macht jetzt gerade nicht so viel Sinn, den hier in die Klauen zu nehmen, solange er noch so viel anderes Zeug rumwuselt. Na, jetzt ist gerade mal nichts da. Ich bin begeistert. Der ist einfach bewusstlos. Ich hoffe, er bleibt noch eine Weile bewusstlos. Ich muss erstmal den Hai hier platt machen. Dann muss ich mal gucken, ob der wirklich bewusstlos ist oder tot. Okay, wir haben ihn. So, ein Täschchen fallen lassen oder haben wir alles aufgesammelt? Ist jetzt eigentlich unwichtig.
Das ist jetzt unwichtig, interessiert mich nicht. So, absteigen, gucken. Tatsächlich, bewusstlos. Okay, nicht schlecht. Ich hoffe, der ist in der Form bewusstlos, dass ich ihn auch zähmen kann. Das heißt, ich muss jetzt schnell zurück und die Kibbel holen. Der frisst Regular Kibbel, wenn ich mich nicht irre. Also die blauen. Ich habe welche gemacht, 20 Stück. Ich hoffe, es reicht. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dem sein Futter reinstopfen. So, ich bin jetzt mit dem Basilo da. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte ihn ja aus der Luft betäuben, aber das geht ja jetzt nicht. Weil, so. Guckt euch an, der ist fast aufgewacht. So, er hat jetzt zwei gefressen. Ach ja, ich brauche ihn ja nicht mehr betäuben. Oh, ich Trottel, ich habe jetzt gerade Harpune und alles Mögliche gemacht, weil ich dachte, scheiße, ich wollte ihn mit dem Gewehr betäuben. Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Ja, ist auch gar nicht mehr nötig. Denn wir... Er ist ja betäubt. Oh, jetzt habe ich mir hier einen Riesenaufwand gemacht. Schnell noch eine Harpune. Habe mich schon wieder geärgert, weil ich dachte, ich hatte doch mal eine Harpune. Ich habe ja auch noch diese Harpunendarts. Habe ich ja auch noch. Ich weiß, dass ich ja meinen Hai so gezähmt habe, aber die Harpune ist nicht mehr zu finden. Alles sehr, sehr mysteriös gewesen. Und jetzt fällt mir ja ein, der ist ja schon längst betäubt. Wir müssen ihn ja gar nicht mehr betäuben. Das macht die Sache dann natürlich doch wieder ein bisschen einfacher. Puh. So. Okay, Haie sind zwar hier, aber die sind jetzt nicht so nah dran. Ja, man braucht halt Betäubungsmittel. Eins, zwei, drei. So, jetzt hat er ja immer noch über die Hälfte seiner Betäubung. Und er hat auch, kann man dann mal dein Schild sehen, ist auch über die Hälfte gezähmt. Das heißt, es sollte jetzt also reichen ohne mein Zutun. Das heißt, ich werde hier an die Oberfläche schwimmen, mein Tauchergerät schonen. Oh nee, wer nervt? War der gerade eben da? Nein. Geh weg. Kein Mensch redet mit dir. So. Okay, Taucherzeug ausziehen. Wie gesagt, wir füllen das ja schon. Und ja, dann warten, bis er gezähmt ist. Sollte bald geschafft sein. Ich glaube, er frisst noch ein einziges Mal. Und dann haben wir es. Ich bin jetzt wieder abgetaucht, weil ich mir nicht sicher war, wie nah ich dran sein muss, damit es als von mir gezähmt zählt. Weil das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum ich das mache. Ich habe jetzt mit dem nicht großartig was vor oder so. Die können einen normalen Sattel tragen, aber ich meine, es gibt auch für die Plesios einen Plattformsattel, genauso wie bei dem Moser. Da gibt es einen normalen und Plattformsattel. Ich glaube, ich habe schon einiges gefunden an Sätteln. Ich glaube, sowohl normal als auch Plattformsattel. Bauen würde ich allerdings eher auf Moser was. Da irgendwie mit Geschütztürmen oder was weiß ich, irgendwie sowas richtig cooles. So eine Tiefseestation mit ganz vielen Lampen dran, damit man auch unter Wasser wirklich einiges sehen kann. Und dann ist er natürlich auch zum Kämpfen gut geeignet. Und ja, sowas wie die Quallen und die Elektrophorus, da würde man dann vielleicht Turrets drauf machen, die dann auf die Dinger scharf gestellt sind, weil er dagegen ja nicht viel ausrichten kann. Der Plesio, der ist jetzt einfach, wie gesagt, nur so zum Abhaken. Und der kommt dann gleich in den Stall. Wir werden natürlich nochmal einen Sattel drauf machen. Den habe ich jetzt selbstverständlich nicht dabei. Ich habe ja lieber Harpunen hergestellt und Betäubungsdarts mitgenommen für das bereits betäubte Tier, anstelle mal einen Sattel. Oh, ist das unfair. Jetzt hat er einmal gefressen und guckt euch das an, 99,3. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, wie viel es noch ist. Ja, gut, dann frisst er noch ein letztes. Die Kibbel, die fressen, das sind die lila Farben, Superior, nicht Regular. Also Regular wären die blauen, das wären sozusagen ja, die dritten von vorne. Und er frisst aber die lilanen, welches die dritten von hinten sind. Na gut, dann ja, braucht er jetzt vielleicht noch 2-3 Minuten. Die will ich jetzt nicht mit Quatschen verbringen. Wir sehen uns, wenn ich den gezähmt habe. So, wir sind bereit. Ich habe einen Sattel gemacht. Ich hatte leider nur Blueprints. Ich dachte, ich hätte auch fertige Sättel. Er war so teuer. Mehrere 10.000 Zement und Perlen und oioioi. So, die Werte wie folgt. 7.000 auf Leben, 275 auf Nahkampf. Okay. Wir werden den erstmal bewegen. Ich muss erstmal gucken, vor allem erstmal wieder das hier auf automatisch machen. Genau. Mal gucken, ob er gut kämpfen kann, ob er Ausdauer schnell verliert, ob er Schaden macht. Komm, Longneck. Longneck habe ich ihn genannt, ja, wie ein Gewehr. Okay, er macht gut Schaden, wie ich finde. Ja,
Der verliert jetzt beim Kämpfen, naja, einigermaßen. Okay, das ist natürlich dann der Knackpunkt, ne? Es sind die Leute erstmal an seinem Kopf vorbei. Hat er Schwierigkeiten, die noch zu erwischen. Komm, ich sehe doch, dass du da schon dran bist. Okay, cool. Ja, das sieht doch gut aus, wenn ich mich bewege. Wow, der ist wirklich schnell. Das ist super. Richtig flott. Ja, mit dem Vierpaddelantrieb, das ist auch ja, ein super Modell. Leider ausgestorben, findet man nicht mehr. Was haben wir da? Ein Basilo. Ja, ich glaube, er könnte für meinen Geschmack echt noch mehr Schaden machen. Dadurch, dass man mit diesem langen Hals und dem Kopf einfach echt schwer an den Punkt kommt, wo man mal Schaden machen kann. Man kann ja auch immer nicht rückwärts schwimmen und so. Das ist ja auch immer blöd. Der hat einen gigantischen Wendekreis. Ja, ja, ich erinnere mich dran. Man musste erst ewig weit vorwärts schwimmen, wenden und dann die Gegner auf sich zukommen lassen. Und dann ging das einigermaßen mit dem Kämpfen. Okay, hier kriege ich ihn. Scheiße, der ist gut, oder? 112. Nee, den lassen wir leben. Den lassen wir leben. Ich habe zwar genügend Basilos. Boah, ist der flott. Das gefällt mir richtig gut. Super. Sehr, sehr zufrieden damit. Hier, komm, lieds ich das. Aber vorher Schaden. Machen wir das mal hier auf 300 und probieren uns jetzt nochmal aus. Näher ran, näher ran, näher ran, näher ran, näher ran. Okay. Machen offenbar mit den Schultern Schaden, nicht mit dem Kopf. Ja, mit dem Sattel, den wir haben, da kriegen wir natürlich nicht so viel Schaden ab, ne? Kriegst du den jetzt nochmal? Nö. Kriegen wir schon wieder nicht mehr. Und wir dürfen wieder einen Jahrhundert großen Kreis schwimmen. Ey, oh nee. Ja, nee. Ich weiß, warum ich die nicht benutze. Zum Vorwärtskommen ist okay, so, aber zum Kämpfen super ungeeignet. Wegen dem Wendekreis einfach, ne? Aber es ist bei Mosa, glaube ich, auch nicht großartig anders. Juhu! Und es wird auch schon wieder Nacht. Macht nichts. Das geben wir dir nochmal nach der 2000. Sehr schön. Ja, dann schwimmen wir mit dem wieder nach Hause. Ich würde sagen, wir haben heute genügend Unterwasser angestellt. Also das war wirklich sehr erfolgreich. Ja, zwei Alpha-Tusoteutes, ein Alpha-Mosa, mehrere Alpha-Megalodons, alles besiegt und Plesio gefangen und ja, unterwegs einfach so durch Nichtstun betäubt, was ich sehr witzig fand. Ich wusste nicht, dass die, wenn man die in die Fänge nimmt, so allmählich Torpor kriegen. Das war mir gar nicht bewusst. Komm, hier, die machen wir aber noch weg. Das sind einfach ein bisschen viele auf einen Haufen. Wie der mir so rumwackelt. Ja, die machen, sind jetzt hier Mate-boosted, deswegen mache ich weniger Schaden. Weg, 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 weg. Es kommt tatsächlich nicht sehr viel durch bei dem. Das ist gut. Ne, der ist vielleicht ganz gut geeignet, wenn man Unterwasser-Loot sucht, weil der kriegt ja keinen tiefen Schaden. Und er ist einfach wirklich sehr schnell unter Wasser, ne? Und man ist trotzdem relativ nah dran. Man sieht gut. Also ich glaube, selbst ein Megalodon kommt da nicht so richtig mit. Ja, sehr schön. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Dann parke ich den hier direkt wieder ein. Da sollst du nämlich... Nein. Ja, dann macht er das Tor in die Richtung. Genau. Ups. Hast du schon angelegt? Irgendwie? Nee, okay. So. Sehr, sehr schön. Okay, cool. Ich bin zufrieden. Ich wende den vielleicht doch nochmal. Oder? So. Bist du umgedreht? Man sieht immer nichts. Nee, nee. Da. So, das sieht doch gut aus. So gefällst du mir. Hervorragend. Jetzt kann ich nämlich auch absteigen. Ja, so viel dazu. Das ist unser Plesiosaurer. Saurer, ja, Saurier.
Unser Longneck. Und dann kann ich jetzt tatsächlich wirklich mal das Ding hier absetzen. Es kostet wirklich sehr, sehr viel Geld, das zu reparieren. Was heißt Geld? Sehr viel Polymer. Und ziehe mir das an. Das kostet auch viel Polymer, wenn man es reparieren will. Ich habe immer keins. Ich müsste dringend mal wieder mein Gacha füttern. So, wir gucken uns jetzt nochmal ein... Oh, 150. Cooles Level. Ein Explorer-Node an. Und zwar eins von Rockwell. Machen wir hier mal... Ja, boah, cool. 4 Level, fast 1000 auf Leben dazu. Nicht schlecht. So, wir sind bei Rockwell Nummer 24. Ne? 23 hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal. Hier waren so Blubberbläschen zu sehen, genau. Dann sind wir jetzt bei 24. Ich gebe zu, wenn es um die wahre Natur der Obelisten geht, bin ich Mr. Nerva gegenüber eher zurückhaltend. Als Waffe ist der Obelisk natürlich viel nützlicher für das Militär und von Zeit zu Zeit weise ich ihn auch darauf hin. Wieso als Waffe? Die wissen noch gar nicht, wie er funktioniert. Es ist nicht so, dass ich meinen gnädigen Gastgeber belüge. Nach alledem habe ich weder einen Beweis, dass der Obelisk eine Waffe ist, noch einen Hinweis auf das Gegenteil. Ihr Zweck ist bisher nur theoretischer Natur. Wenn ich diese Theorien ein wenig biege und Mr. Nerva dadurch etwas früher zu den Obelisken aufbricht, dann ist es so. Okay. Alles klar, ja. Also sie wissen nicht, was es ist. Er hat ja Nerva vor 1-2 Notizen kennengelernt und fand, der ist eigentlich ganz nett. Und vor allem ist er einer der stärksten. Und wenn er sich schon jemandem anschließt, dann selbstverständlich dem mächtigsten in der Umgebung. Und zusammen wollten sie eben die Obelisken erkunden. Das haben sie jetzt offenbar gemacht. Wir sind aber nicht viel klüger geworden. Wir wissen immer noch nicht, wofür die eigentlich da sind. Ja, ich hoffe, die überarbeiten die Plesios mal. Die sind nicht wirklich hübsch. Und ja, ich würde sagen, dass das an dieser Stelle wieder gewesen ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Oder ihr kommt einfach auf dem Cluster-Server vorbei. Die IP-Adressen für die Maps findet ihr unten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann. Ciao, ciao.